Und mit Glocken wäre viel besser. Wow. Aber da habe ich nicht gewusst, dass das Würstchen sind. Ah, wow. Ah, okay. Der eine dacht's, der andere macht's, der dritte verlacht's. Oh, was macht's? Schau mit dem Winkel. Wow, hier noch mit Sternen, schau mal, der vierte Winkel. Das ist unser vierter. Der, welchen ich Wikidata zuordne. Gott. Papi, wissen Väter immer mehr als ihre Söhne? Ja, klar. Papi, wer hat die Dampfmaschine erfunden? Weiß doch jedes Kind, James Watt. Papi, warum hat nicht der Papi von James Watt die Dampfmaschine erfunden? Ja, ja, 1972. Welcome to the German speaking part of Europe. Hey, wir haben gebaut. Die baue ich jetzt schnell nach. Ja, den hatte ich ja schon letzte Woche. Meso, meso, makro, mikro. Keine Ahnung. Aber jetzt noch. Der Winkel mit dem Stern an einem Haus an Zürich zu sehen, finde ich natürlich lustig. Lernen von Wikipedia. Wikidata. Es geht um diesen Punkt. Um diesen. Um diesen. Worauf wir jetzt noch geschaut haben, ist, dass die einzelnen Dreiecke in sich auch spannend sind. Und jetzt haben wir also eine riesige Überlagerung von verschiedenen Diagrammen, eben das klassische, dann das Feld, dann die Balance Scorecard, dann die Dreiecke etc. Also bald schon zu viel, aber ich glaube, es funktioniert immer noch. So, Schluss jetzt. Okay, jetzt beschriften wir hier, dort, überall und immer, irgendwann, jetzt, hier und jetzt, immer und überall. Die These ist jetzt also, dass diese traditionellen kommunikativen Settings immer das Hier und Jetzt bevorzugen, währenddem die End-to-End-Kommunikation, viele mit vielen, vieles mit vielem, dieses Setting bevorzugt. Immer und überall. Und hier könnte man jetzt gut einhängen mit diesen Kommunikationsmodellen, den Röhrchenmodellen, Sender und Empfänger, das Bild von Jakobson, denk dran, du kannst das Video anhalten. Wir haben in unserem Beitrag in Paul Watzlawick 4.0 versucht zu zeigen, dass die ersten drei Axiome von Paul Watzlawick eben gerade dies zu vermeiden suchten. Der Vorschlag von Paul Watzlawick, eben Video anhalten, und dann unser Vorschlag mit dieser Ordnung in drei Gruppen. Und die ersten drei Axiome, du kannst nicht nicht unterscheiden, nicht nicht beobachten, nicht nicht handeln. Letzte Woche, Gabriele Wolter, UZHDSI, Universität Zürich Digital Society Initiative. Robert Stockhammer mit einem wilden Angriff auf diesen elenden Referenzialismus und ein Plädoyer für anonymes Publizieren. Sensationell, aber natürlich eben mit komischen Kommunikationsmodellen und wow, also gut, hier war ich, jetzt geht's weiter. Der Zweier, ich, du, wir. Und die X-Achse mit Copyright, Allmend, freies Wissen, natürlich Creative Commons. Copyright, right to copy, das haben unsere Kinder sowieso schon längst begriffen. Der Klassiker hier ist selbstverständlich das Buch Ich, Copyright.
Aber es gibt eben einen großen Gewinn, es anders zu lösen, anders zu schreiben. Schreiben im Netz. Dann der Dreier, er ist seit dem Festrim 2018 immer wieder in Bewegung. Jetzt haben wir Expertise, Experiment gemacht. Und als dritte Position Erinnerung an Punkt 5 in Kapitel 6 von Die Form der Unruhe. Bewährung. Expertise, Experiment, Bewährung. Und die anderen drei gefällt mir auch sehr, sehr gut. Der Esel, Unternehmerin und die Crowd. Also der ist natürlich jetzt wirklich ziemlich lustig. Expertise und das Geld, Experiment und der Unternehmer, der jetzt etwas versucht und dann die Crowd und die Bewährung. Und jetzt könntest du es eintragen. Applied Science auf der Expertise und der Geld- und Unternehmerachse und auf der Geld-, Expertise-, Experimentachse das Gated Science und jetzt Open Science, dort, wo wir sein wollen. Gell? Ja, da bin ich gespannt, was der Kasselberger Node damit macht. Morgen treffe ich auch noch Heiko Kleve in Luzern und dann reden wir vor allem noch über den Vierer, weil hier... Ja, und auf der anderen Seite müsste jetzt eigentlich Bumeritis liegen. Ich habe nur das hier. Das ist, ich habe mich jetzt für Universalität entschieden. So, also, Inklusion, Mensch, das ist gesetzt, gell? Das ist Menschenrechte. Das ist klar. Jetzt geht es noch Integration, Mensch, Maschine. Und hier noch Mensch, ja, eben Natur oder keine Ahnung was. Ja, also da haben wir unseren Vierer, der Winkel mit dem Stern. Um den geht es. Lernen von Wikipedia und Wikidata. Nicht das real existieren, das 2001 bis 2008 und das seit 2012. Uiuiui, damit gehe ich also nun morgen zu diesen Kreativen in diese Geschäftsleitungsmeeting. Reden wir über Kommunikation und keine Ahnung. Hey, Feedbacks. Danke. Origenda. Paul Watzlawick hat so angefangen. Damit beginnen wir auch unseren Text. Ja, und danach hat er natürlich weitergearbeitet. Also wir haben dann lediglich die ersten drei umformuliert. Und die sechste... Wandel folgt der Logik erster, zweiter Ordnung. Die hat Watzlawick selber gemacht. Er hat einfach an den Axiomen nicht mehr weitergearbeitet. Und auch der Siebner ist auch noch ganz klar von ihm. Mit 7 und 8 haben wir ja eigentlich dann nur noch einmal gesagt, das Problem der Metakommunikation sollten wir eigentlich immer noch prioritär behandeln. Ich glaube, das machen wir hier tatsächlich auch. Über das allmähliche Verschwunden von Gedanken beim Videobloggen. Im Namen des Herkus, der Wut und des Heiligen Zorns geht ich in Unruhe.